So, guten Morgen, meine Brüder und Schwestern, was geht ab? Und willkommen zu einem neuen Vlog. Und ja, Digga, was soll ich sagen? Heute ist es soweit. Wir haben 7 Uhr, 2 Stunden fahren wir los zum Flughafen und dann checken wir los nach Mexiko. Heute ist der 20. September. Heute ist der Tag. Ich kann es gar nicht glauben. Was geht bei dir, Digga? Ja, guten Morgen, ja. Ja, und wir sind ja hier im Naturschutzgebiet in Ulm. So hört sich das morgens an. Wie in einem Dschungel oder so. Und es ist wirklich arschkalt und ich bin froh, dass wir später im Flieger sitzen und uns die Sonne gönnen. So, Online-Check-In. Das ist alles gut, oder? Ich habe gerade gesehen, wir dürfen keine Granaten mitnehmen. Ja, genau. Also müssen wir die doch wegtun. Dann müssen wir, ja, okay, müssen wir halt da lassen. Scheiße. Dann muss ich dich ja da lassen, Babe. Oh. So, wir sind eingecheckt und dann würde ich sagen, lass mal abfahrzen, Digga. Genau. Kein Bock mehr auf die kalte Kacke hier, Digga. Jo, mach mal auf. Fühlst du dich jetzt 5 Minuten vor Abfahrt, oder? Nee, das sagt immer wieder. Ha? 5 Minuten vor Abfahrt fühlst du dich. Weißt ja, wo ich herkomme und wer meine Panzer sind. Nein. Seht schon, komm, Digga. Wir verpassen den Flug. Das ist meine Frau. Miss in time. Just in time. Liegt am ADS. Ja, genau, es ist ADS. Oh, geil, Alter. Leute, es geht los. Ich kann es gar nicht glauben. Dann brauchst du abends halt mal Licht. So, dann sind alle Lichter und Begrenzung. Geht bei dir heute so? Nach Mexiko fliegen und bei dir? Chillig, Digga. Auch. Ja, günstig. Voll. Alles klar, Digga. Was zum... Wo müssen wir hin? Wir sind übel lost, Digga. Okay, wir sind im Flughafen, Leute. Ja. Und ja. Wir schauen jetzt mal, wo wir reinchecken können. Reinchecken. Ein bisschen einchecken, weißt du? Da hocken wir bald drin. Ja. Ja, wir haben jetzt hier unsere Bordkarten geholt, Koffer sind weg. Und jetzt fliegt man, Digga. Nee, ich meine, jetzt gehen wir dahin, wo wir abfliegen. Genau, ja. Genau. Jetzt müssen wir erstmal 5 Meilen laufen. Er meinte so, also erstmal super nett, die hier am Flughafen. Und die meinten jetzt so, er läuft am besten schon mal los. Der Abflug ist nämlich 14.30 Uhr. Und die müssten nämlich Abflug B. Und wir so, ah, okay. Und dann schauen wir auf die Uhr. Wir haben 13.30 Uhr, Digga. Als ob wir da jetzt eine Stunde hinlaufen. Ich sag mal so, arschgeile Nummer. Let's go. Wow, hoffentlich macht der Bruder seinen Job gut. Let's go. Genau.
und K. H. Jawohl. Einmal hier lang gehen. Dankeschön. Dauert ein bisschen. Hier ist auch chillig. Wissen Sie, dass Ihr Handgepäck sicher verstaut ist? Schneiden Sie sich bitte jetzt an. Da unerwartet Turbulenzen auftreten können, sollten Sie den Gurt jederzeit geschlossen. Es geht los. Tschüss Deutschland, peace out, wir sind raus. Entspannt, oder? Ganz entspannt. Also dann, ciao Deutschland. Deutsche Zeit jetzt 2 Uhr nachts, sind gerade straight über Miami und ja, wir haben noch ungefähr eine Stunde, eineinhalb, dann sind wir da. Ja, wir haben schon den ersten Powernap gemacht, aber wirklich Powernap, war nur so eine halbe Stunde. Ist schon komisch, Alter, den ganzen Tag hell, man ist aber irgendwie keine Ahnung wie lange unterwegs. Hat halt eigentlich schon so 2 Uhr nachts und jetzt kommt hier erst Song. Ja, voll spannend, aber wir sind über New York geflogen, über Miami jetzt und das ist schon krass zu sehen, wie das alles von oben aussieht. Jetzt fliegen wir auch gleich über die Bahamas, also schon spannend, ja. Jetzt haben wir uns gerade noch tatsächlich eine Cola reingeschallert. Damit wir mal wieder ein bisschen fit werden, weil wir müssen dann noch ja eine Stunde schön zum Airbnb fahren. Boah, schau, das geil ist. So, schön unsere Koffer abholen. Das war sie, unsere wunderschöne Maschine. Und yes! Alter, krass! Das sind die letzten 4 Stunden, haben sich auf jeden Fall gezogen. Boah, ja, richtig schön. Jo. Und ja, wir sind jetzt auf mexikanischem Boden. Digga, was geht's? Wie geil. Ah, so, und wie in Ulm, wenn es aufgehört hat, geht's hier weiter. Wirklich im Dschungel. Jo, wir sind jetzt hier angekommen, gestern Abend in unsere Airbnb. Und ja, haben auch direkt geschlafen eigentlich. Und ja, yeah, jetzt hier den ersten Morgen aufgewacht. Playa del Carmen, irgendwie so ein bisschen abseits und ist auf jeden Fall interessant und cool und super warm. Oh, da ist ein Supermarkt, yes! Genau, das ist nämlich unser Ding. Wir waren gerade jetzt auf der Suche, uns ein paar Sachen zu kaufen. Hoffentlich geht's mit Credit Card so, sonst sind wir halt aufgeschmissen. Boah, hast du die mitgenommen eigentlich? Ja, klar. Du bist ja so genial. Ja. Und jetzt leben wir mal in den ersten Tag hier rein, würde ich sagen. Später haben wir noch Live-Call mit unseren Teilnehmern. Auf jeden Fall, wir sind in Mexiko, finally, Babe, für uns Poppin. Das schaut cool aus, ja. Hallo, wir sind in Mexiko, ja. Digga. Zeig mir deine Freude jetzt, Digga, zeig sie. Voila. Jo, wir sind angekommen, Leute. Und wir haben jetzt irgendwie hier 8, 9 Uhr morgens. In Deutschland ist, was ist, keine Ahnung, 15 Uhr, irgendwie sowas. Und ja, Mann, wir haben es echt gut geschafft, gut getimed. Wir haben nur eine halbe Stunde, glaube ich, gestern im Flugzeug gepennt und haben es dann durchgezogen, sind dann hier um 10 Uhr angekommen, direkt pennen gegangen. Nach deutscher Zeit war das dann 5 Uhr morgens.
Aber ja, jetzt sind wir heute auch normal morgens aufgestanden. Das heißt, wir sind jetzt perfekt auch hier in der mexikanischen Zeit angekommen. Wie das hier aussieht alles, Leute. Schaut euch mal das an hier. Heftig. Überall diese Vögel, die übel am Randalieren sind. Einfach in Mexiko angekommen, Leute. Und was ich auch schon gespottet habe, jeder hat hier irgendwie so einen Wasserbehälter auf dem Dach. Auch interessant. Hier hinten auch, sieht man es auch. Überall so diese Dinge auf dem Dach. Ist auch sehr interessant. Ja, auf jeden Fall, wir haben schon uns ja jetzt Essen geholt. Hat funktioniert mit einer Visa. Und jetzt schauen wir mal, weil wir haben noch 4-5 Stunden bis zu unserem Call mit unseren Mates. Und so lange erkunden wir jetzt mal die Gegend. Vielleicht können wir schon das erste Mal ins Meer reinspringen. Und yes. Wie cool sind die Leute hier drauf, Alter. Voll. So, ja, wir haben gerade schon gecheckt, wie das Business hier auf jeden Fall läuft in Mexiko. Ich glaube, hier müssen wir rechts. Also erstmal alles hier echt Dschungel, Dschungelcamp-Fieber. Und die Leute, die fahren hier durch die Straßen mit ihrem eigenen Sound sozusagen. Und dann weiß man immer anhand von dem Sound, hier kommt jetzt der Gasmann oder hier kommt jetzt der Typ mit dem Wasser. So, weil dann gibt es dann ganz große Wasserflaschen, weil da kannst du ja das nicht aus der Leitung sippen, sondern dann musst du dir schon das Wasser kaufen, so dass du trinken kannst, dass du halt auch für Essen und so nutzen kannst. Und dann gibt es immer so ganz große Kanister auch und das ist ja ein bisschen schwierig zu schleppen, haben wir uns jetzt auch schon gedacht, scheiße. Aber ja, dann fahren die hier mit ihren Autos durch die Gegend und dann kannst du das halt direkt an der Straße kaufen. Dann musst du halt rausrennen. Und dann weißt du so, jo, okay. Genau, und kochen meistens halt hier auch mit Gas. Dann haben die so einen Gasherd. Und deswegen war das jetzt gerade der Gas-Typi. Und wie so ein Eismann halt. Ja, voll krass. Einfach, die fahren auf die Straße, machen sich voll aufmerksam auf sich selber. Und wenn jemand was braucht, geht raus und sagt, ey. Ey, cool. Ja, das ist einfach hier also eine... Alter, hast du die Echse gerade gesehen? Nee. Tschüss! Yo! Gib dir die Echse, Digga! Boah! Die will dir gleich aufs Maul geben. Jo, ich wollte dich nur kurz filmen, Bruder. Da auch. Da ist auch eine. Wir sind überall so Echsen. Jo, da ist auch eine. Ja, hier auch. Aber der eine war gerade richtig groß. Ja, das ist halt auch wieder hier im Tropenland. Richtig krasse Tiere zu sehen. Ja, genau, auf jeden Fall, so läuft es hier. Alles halt so miteinander connected. Jeder verkauft hier sein Zeug. Da hier drüben, da ist er. Da ist er wieder. Geil. Hat uns auch gleich gewunken, so, ey, was geht? Diesen zeigt sie. Ja, genau. Alle mega cool hier. Eine Community halt. Ja, und auf jeden Fall suchen wir jetzt noch für den ersten Tag das Wichtigste auf und natürlich den Beach, den Strand, der hier zu Fuß zu erreichen ist, den checken wir jetzt direkt mal ab. Und und dann den Vlog damit zu beenden. Dann sehen wir uns gleich am Strand. Und uns läuft die Suppe, Alter. Scheiße. Die kannst reinlaufen so mit einer Machete. Ist dann so richtig Dschungel hier einfach. Einfach crazy, Mann. Es ist halt echt viel Natur hier einfach. Okay. Wie geil ist das denn, Babe? Okay, was geht hier? Sieht schon mal so ein bisschen nach Strand aus. Was zum Teufel geht denn hier ab? Da hinten, ich seh's. Ja, das Mann, lass mal hier. Wie cool ist das denn hier? Sieht schon cool aus. Was ist das denn hier? Was ist das? Tschüss. Das ist ja einfach so ein bisschen Paradise hier. So ein
bisschen, ja. Boah, da kann man auch richtig geilen Content aufnehmen, glaube ich. Wie kommen wir da eigentlich raus? Was geht denn da hinten ab, Mann? Oh. Ist ja cool. Boah, da kann man geil. Ich bin ganz schön verstochen. Okay. Geil, 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 geil. Das ist so eine coole Idee. Direkt zum Strand. Digga, das ist komplett empty, Mann. Ich glaube, wir haben übel das geheime Ding hier gefunden. Ich glaube, die bauen hier erst noch was, irgendein Beach Club oder so. Boah, es ist hier auf einmal warm, oder? Boah, krass. Boah, tschüss, Digga. Ey, ich glaube, in Playa del Carmen, man. Ja, die waren schön. Boah, Bruder. Hier können wir auch Bilder machen, Mann. Boah, nein. Schau mal, wie schön klar das Wasser hier ist. Ja, krass. Das ist wie ein Paradies gelandet. Alles klar, Mann. Okay. Da hinten ist der Dschungel. Und hier ist einfach so ein Hidden Beach. Halt dein Maul, wie geil ist denn das bitte? Bruder, was ist denn hier los? Nee. Nee. Digga, was ist hier los? Alles klar, Bruder. Alles klar. Wir haben es geschafft. Dream Life. Accomplished. Wir sind einfach hier. Ja. Es ist wunderschön. Es ist richtig krass. Das ist richtig krass. Das ist richtig krass. Boah, alter Babe, wir bleiben hier einfach. Wir bleiben hier. Oh mein Gott. Ja. Also, ich gehe jetzt ins Wasser, aber ich weiß nicht, was bei dir ist. Ja. Du, Digga, bin dabei. Ja, wir haben auch so eine Warnung erst bekommen, dass hier voll viel Seegras ist und so. Aber ich muss sagen, Bruder, nee. Hier ist auch so ein bisschen gefärbt oder so. Ja. Aber sonst. Es ist so dunkel. Easy, Mann. Oh, hier ist auch so ein, irgendwas, so ein Club oder so. Ja, cool, Mann. Ja, yeah, sehr gut, Mann. Einfach krass. Okay, jetzt haben wir es geschafft. Alright, Leute. Wir haben es geschafft. Wir waren jetzt auch hier schon im Wasser. Und es ist einfach crazy. Dream Life ist einfach wahr geworden. Ja. Und es ist einfach heftig. So, dieses Klima hier, der Vibe hier. Einfach alles, schon nach dem ersten Tag. Allein, wenn man sich das hier reinzieht, dann kann man hier reinlaufen, so direkt hier. Ja, hier ist nichts los. Ist einfach krass. Es ist einfach krass. Und genau so, wie ich es mir vorgestellt habe, noch besser ist es einfach. Genau so habe ich es mir schon 1000 Mal visualisiert und manifestiert. Und jetzt ist es einfach wahr geworden. Einfach manifestiert. Das ist so crazy. Das ist so crazy, Leute, wirklich. Und yes, ich freue mich einfach, ja. Das ist der erste Anfang. Und ich freue mich, dass du hier am Start bist, unseren Weg quasi verfolgst. Ja, und wenn du Bock hast auf die nächsten Vlogs, ja, irgendwie nicht zu verpassen, was wir hier noch so alles machen und erleben, dann lass ein Abo da, Mann, wenn dir das gefallen hat. Lass ein Like da. Wenn du dich für uns freust, lass ein Like da. Und ja, Mann, falls du noch irgendwelche Fragen hast oder Anregungen oder sonstiges, lass es mich auch auf jeden Fall in den Kommentaren wissen. Und damit sehen wir uns dann im nächsten Vlog oder im nächsten Video. Bis dahin, Bruder, Schwester, much love, peace out.